Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 News Video. Denn es ist gestern ein neues Update rausgekommen, das Update 1.6.4. Und dieses bringt ein ganz paar kleine Änderungen und Verbesserungen in das Spiel. Also es ist wirklich übersichtlich, wie ihr sehen könnt. Aber ich möchte die euch dennoch kurz präsentieren. Als allererstes wurde der Allosaurus in dem California Fotografie Challenge Level gefixt. Der wurde nämlich nicht zu den Missionen dazugezählt. Und wenn man den jetzt fotografiert, klappt das Ganze auch. Und die Dinosaurieranzahl wird dann dementsprechend auch um 1 erweitert. Ist mir ehrlich gesagt beim Spielen gar nicht aufgefallen. Aber das scheint wohl nicht richtig funktioniert zu haben. Als zweiter Punkt wurde da auch noch der Fehler behoben, dass der Iguanodon, wenn er versucht hat, ein Fahrzeug anzugreifen, er stuck war, also er hat sich dann nicht mehr weiter bewegt. Das Ganze habe ich auch ausprobiert, also er ist nicht mehr stuck, aber so ganz richtig funktioniert das irgendwie nicht. Also er ist ganz, ganz komisch am Anfang, schiebt dann manchmal auch schon die Jeeps und sowas weg und trifft die dann mit dem Kick leider nicht richtig. Also es wäre schön, wenn in Zukunft das vielleicht nochmal überarbeitet wird und die Animation dann noch ein bisschen besser funktioniert. Ich habe das übrigens auch mit verschiedenen Jeep-Modellen ausprobiert, auch das hat irgendwie nichts verändert. Und dann haben wir als nächsten Punkt das Flugsaurier und Wassersaurier in dem Deutschland-Herausforderungslevel auf den Schwierigkeitsgraden Mittel, Hard oder Jurassic. Die waren irgendwie nicht vorhanden, das war das Problem. Und jetzt kann man die wieder ganz normal in dem Herausforderungsmodus benutzen. Ist mir tatsächlich auch nie aufgefallen, aber ist ja trotzdem mal erwähnenswert. Dann gab es auch noch einen sehr, sehr lustigen Bug, nämlich sind teilweise die Helikopter einfach abgestürzt vom Himmel, wenn man das Spiel gespeichert hat und neu geladen hat. Das hatte ich tatsächlich auch öfter und das fand ich immer sehr lustig. Ich habe auch gerade geguckt, ob ich davon noch eine Aufnahme habe, aber habe leider nichts gefunden. Und dann haben wir auch noch einige Fixes, was die FPS angeht, dass das Spiel stabiler läuft. Und jetzt kommen wir noch zu einer interessanten Sache, nämlich auch nochmal zu einer Sache von dem Malta-DLC. Auf der Karte mit der offenen Lagune ist es jetzt möglich, die Seilbahn darüber zu führen. Das ging vorher nicht. Das war vorher halt immer so rot, wenn man das machen wollte. Jetzt kann man es hier an der Stelle, wo das am schmalsten ist, kann man die Seilbahn darüber machen. Für uns mit Mods war das die ganze Zeit möglich natürlich am PC. Aber die Konsolenspieler können das jetzt auch machen oder auch die Leute, die halt keine Mods benutzen. Das finde ich wirklich eine tolle Änderung. Ich kann auch direkt mal damit fahren. Das hat schon was, oder? Jetzt stellt euch mal vor, da unten sind dann noch Mosas und andere Wassersaurier. Finde ich richtig cool, die Änderung. Kann man natürlich auch hier drehen, das Ganze. Und dann ist der ein bisschen höher, der Turm. Man kann bestimmt auch zwei nebeneinander darüber führen. Ich habe jetzt übrigens auch keine Mods an oder so. Also das ist ja, die Baugrenzen sind ganz normal vom Spiel. Da muss man da ein bisschen ausprobieren. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlecht platziert. Das will ich mal eben testen noch, Leute. Und auch so schräg dann rüber kann. Das wäre ja auch cool. Ja, das geht auch. Da kann man sich dann richtig austoben. Also man kann bestimmt dann auch von hier nach da. Also da sind dann einige Sachen möglich. Finde ich sehr, sehr cool, die Änderung. Ist zwar nur so eine kleine Mini-Änderung, aber ist trotzdem sehr nice. Und dann kommen wir nochmal hier zur Übersicht zurück. Den Punkt haben wir gerade gemacht, nämlich die Ziplines über die natürliche Lagune. Und dann war es das auch schon mit dem Update 1.6.4. Kurzes, kleines Update, fast nur Bugfixes. Aber ich wollte es euch dennoch nicht vorenthalten, gerade wegen dem letzten Punkt hier, weil ich den ziemlich cool finde. Und ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gut informiert und gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.